Hier ist jetzt eine sogenannte Kampfarena. Ich habe schon Kampfarenen in Let's Plays gesehen, ich habe den Sinn darin noch nicht verstanden. Man ballert einfach nur wie blöd Gegner kaputt. Und ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Also welchen Sinn das verfolgt, aber ich will es jetzt mir einfach mal anschauen. Was möchte ich jetzt machen, um es zu betreten? Hi, ich bin da! Wie betrete ich das denn jetzt? Arresto momento. Contrigo. Wie aktiviere ich denn die Kampfarena jetzt? Okay, vielleicht wäre das doch nichts mit der Kampfarena. Wie kommen denn jetzt die Gegner hier hin? Hä? Ist hier irgendwo ein Eingang? Spezieller Eingang, wo ich durchlaufen muss? Nö. Steht da was auf den Vasen drauf? Gekreuzte Sterbe. Ja, nee, ist klar. Als ob die gekreuzten Sterbe hier mit von der Partie sind. Jetzt bin ich in der Mitte, aber. Oh, ich mach mal. Contringo! Arresto Moment, Contringo! Nee, ich dachte, hier kann man vielleicht. Hier wäre was hinter versteckt. Nee, wie funktioniert denn diese Kampfarena? Kann hier Vasen kaputt machen, aber sonst. Hier komme ich auch nicht Contringo! durch. Nö. Revelio! Oh, da ist anscheinend eine besondere Vase. Die kaputt machen. Jetzt ist sie kaputt. Und jetzt? Kann ich mir noch Florfliegen sammeln? Ja, aber. Ist hier wohl noch ein Geheimgang? Nö. Revelio. Oder muss ich alle Vasen kaputt machen? Ist das eine Quest? Dass ich vorher alle Vasen kaputt machen muss. Mich so für die Kampfarena qualifiziere. Kaputt. Mach ich halt alle Vasen kaputt. 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 Mach ich halt alle Vasen kaputt. Oh. Wo sind noch mehr Vasen? Ihr macht sie jetzt mit Freude alle kaputt. Wo sind noch welche? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Da steht noch eine Vase, die mache ich kaputt. Ich nehme euch die Kampfarena sowas von aus den Angeln. Da noch eine Vase? Ja, wow. Was jetzt? Wann hat jetzt alle Vasen? Jetzt hat er kaputt gemacht. Aber hier ist jemand erzürnt. Ja, wie? War ich irgendein besonderes? War ich jetzt ein Zauberwort sagen? Sesam, öffne dich. Los schon. Naja, es sind noch mehr Vasen irgendwo versteckt. Da ist noch was versteckt. Bäm. Komm schon, ich mache euch die Vasen kaputt. Ihr werdet jetzt sauer auf mich. Revelio. Wo sind noch mehr Vasen? Da sehe ich noch eine. Guck mal, ich mache euch das schöne Porzellan kaputt. Ja, oh. Jetzt sind sie sauer. Okay, jetzt habe ich sie erzürnt. Ich habe ihnen die Vasen kaputt gemacht. Oh, Hilfe. Und jetzt? Start. Okay. Sorry. Oh. Sorry, ich habe euch die Vasen kaputt gemacht. Oh. Kampfarena der Südküste. Bereit? Welle 1. Was? Direkt ein Troll? Ey, das war's aber jetzt. Da nichts. Direkt mal ein Troll, übertreib mal.
Toll, ich bin ja bescheuert. Ich dachte, das geht mal ganz harmlos los. Level 30, naja, das geht ja eigentlich. Aua. Und das ist die erste Welle, es sollen ja mehrere Wellen geben. Wie viele sonst im Kämpfen das 7? So, und da steht die Zeit, bekomme ich jetzt Belohnung, wenn ich schneller schaffe? Ja, wenn da gleich noch ein Troll kommt, kriege ich vielleicht meine Maxima dran. Ich hab, dass der Troll jetzt so ist, weil ich mich ein paar Waden kaputt gemacht habe. Der rennt ja dann auch mit sowas. Wow. Autsch! Das hat wehgetan. Das will ich mir mitnehmen. Aua! Und dann, ich hab dich gleich. Hab dich doch fast. Wie gesagt, ich bin Ranrock. Ein mega Power-Trank pro Troll ist ganz gut. Ja. Oh, Welle 2, geht direkt weiter. Ach ja, gut. Bei den Dingern habe ich ja keine Ahnung. Oh, da sind mehrere. Oh, da sind eine ganze Menge hier. Oh, und die wollen, dass ich die Pulse einsetze. Okay, dann. Eine paar Runde. Den ist ja jetzt nicht so schwer. Mist. Ich muss einen Angreifenden mit dem Pulsor treffen. So, greif mich mal an. Komm, greif mal an. Oh Mann, der war wieder nicht im Angriffsmodus. Zählt es nicht. Na, er wählt, jetzt habe ich es geschafft. Ah, da steht hier, wie viele es sind. 7. Dann ist hier jetzt nur noch einer. Na gut. Aber ich bekomme von denen gar keinen Loot. Schade. So, Welle 3. Das sind jetzt 3. Was? Die 6? Gerade eben stand er doch noch mit 3. Jetzt greifen wir sogar mit 5 Katlana. Also, nee, aber ich versuch's. Die Sumpfgattler habe ich dann das hier. Oh, Endschlag gut, alles gut, was ist das denn? Ja, okay. Ach Mist, das X wollte ich gegen die Sumpfgattler einsetzen. Ich gegen die Spinne. Oh, da noch nicht. Herausforderung auf den Versuchskattler. Und die sind ja immer noch beide da. Mann, Versuchskattler auf einmal sind aber auch die. Komm, kleine. Wo kommt die denn? Jetzt steht er denn da? Und eben, man soll noch 7, wieso werden das nicht mehr? Das ist voll unfair. Ach Mist. Ja, nichts bei einem.
Ja, schon fast. Dornwall war natürlich auch blöd. Komm schon, du Sumpfkatzer, du. Für dich war das nichts gedacht. Nicht für deinen Kollegen, der eh schon fast tot war. Bombarda, Contrinco. Arresto Momento. Impulso. Oh, du bist der Letzte. Dann komm, für dich habe ich doch dann was Besonderes. Levioso und Defendo. Ey, du musst dann auch die Zunge rausstrecken. Levioso, Defendo. So, Welle abgeschlossen. Es kommt noch eine, oder? Welle 4. Bombarda. Contrinco. Nein, da ist ein Troll dabei. Ah, das, ich sehe den hier so gut wie gar nichts. Ah, ich habe schon drei besiegt. Jawohl, abgesehen vom Troll sind die Gegner hier jetzt auch nicht so stark. Ach, Mist. Ist da was durchgebrochen mit jemand? Komm schon, du bist doch nur ein Wolf. Protego. Ah, die anderen sind schon alle weg, dann ist jetzt nur noch der Troll. Contrinco. Autsch. Lass mich erstmal, lass mich doch erstmal abhauen. Contrinco. Bombarda. Boah, dann macht ihr aber mehr als nur ein paar Vasen kaputt. Autsch. Ah, da brauche ich wenigstens die Mega Power Tanks, Mann. Bombarda, Contrinco. Wie will ich kapiert der denn? Achso, ich wollte ja einen Mega Power Tank mal trinken. Ja, Quatsch. Maximal Tank mal trinken. Bombarda. Contrinco. Genau, mit Maximal Tank geht das gleich viel besser. Autsch. Boah. Der da war eine Wucht. Bombarda. Contrinco. Hab dich gleich. Komm schon. Hab ich doch fast. So, Welle abgeschlossen. War das die letzte? Entspann dich, mein großer Freund. Letzte? Oh, jetzt kommt die letzte. Das mag jetzt wohl kommen. Oh nein, da sind zwei Trolle. Da! Fahr mal hin, guck in den Trolle. Wusstest du doch, dass du ungefährlich bist. Oh! Arresto Momento.
Konfringo! Oh, jetzt habe ich 2 von 9 Mühlen geschlagen. Nein! Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Konfringo! Das war knapp. Komm schon, hier hast du viel auf einen Sinn und fair. Ich hab doch schon ein paar Blasen kaputt gemacht. Ich kann ja gar nicht mal ausruhen. Ich brauch mal eine Verstoßpause. So, muss ich den Kleinen da noch loswerden? Gut. Jetzt sind die beiden Großen dran. Hier, da unten ist ja... Bin ich jetzt wieder 8 von 16? Sag mal, sind die wahnsinnig? Jetzt mal platt machen. Ante Troll. So, jetzt ist ein Troll mal weg. Was versteckst du dich da hinten? So, jetzt sind nur noch 2. Ein Troll und noch ein anderer. Wo ist der andere? Da oben versteckt er sich, aber erstmal.
So, jetzt werde ich mit verstärktem X erstmal auf den Troll. Ja! Das war gut. So, wo ist jetzt noch der letzte Feigling? Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab die Kampfarena überstanden. Nee, ich brauch die jetzt nicht nochmal. Danke. Danke, 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 danke. Die brauch ich jetzt nicht nochmal. Uff. Das ist also eine Kampfarena. Und habe ich das vorhin richtig gesehen? Ja, im Auftrag verfügbar. Nee. Habe ich das vorhin richtig gesehen? Irgendwo war da das von 0 von 20. Oder waren das die Vasen, da ich 20 Vasen zerstören musste? Also ich kann jetzt wieder da... Ah, die bleibt jetzt freigeschaltet. Gut, aber wie gesagt, ich habe jetzt massig Tränke da verpulvert, aber ich sehe jetzt halt nicht den Gewinn, den ich daraus ziehe. Deswegen schaue ich jetzt einmal, wo es hier jetzt weitergeht. Das war die... So, hier oben geht's weiter. Da ist nämlich dann erstmal eine Prüfung. Und daneben dann direkt ein kleines Banditenlager, wo noch eine Truhe ist. Ich denke mal, das schaffe ich in der Folge jetzt noch. Ja. Ja, und mal schauen, ob ich dann so eine Kampfarena nochmal mache. Ich meine, da ist ja fast die ganze Folge voll. Das kann ich jetzt nicht... Ich meine, so kann man natürlich auch Folgen füllen, wenn man noch krampfhaft viele Folgen machen will. Aber hier geht es ja jetzt erstmal nur für mich darum, die 100% zu schaffen. Eine Prüfung Merlins? So. Ich meine, ich könnte natürlich noch 100 Folgen machen, wenn ich nur in Kampfarena gehe. Ja, und so. So. Oh, hier möchte jemand, dass ich, Oh, wer ist das denn jetzt? Oh, kann ich ihn jetzt... Habe ich ihn gerade mit seiner eigenen Axt platt gemacht? Hier, ich komme gerade auch mal Kampfarena. Da seid ihr ja wohl nichts gegen. Was seid ihr denn? Ich wollte ja keine Prüfung machen. Genau, hier nur... Ich will nur Merlins Auftrag erfüllen. Also echt mal. Und dafür brauche ich... Ja, toll. Okay, das mache ich vielleicht besser. Da ist noch einer zum Zerstören. Ach, hier steht ein Stein im Weg. Da... Oh, ich treffe den nicht. Steht immer was im Weg. Arresto Momentum con Pringo. Jetzt aber. Und dann... Arresto Momentum con Pringo. Und da ist auch noch einer. Waren das schon alle? Ist noch irgendwo einer? Oh, jetzt muss ich ja wieder die Mega-Power-Tränke aufheben. Und da... Ach, das war das kleine Banditenlager, wo ich sowieso als nächstes hin wollte. Ah, die waren so nah neben der Prüfung. Ja, ich wollte ja nach der Prüfung, so ist denn das kleine Banditenlager? Jetzt habe ich da schon ausgeräumt. Jetzt muss ich nur gucken, wo dann auch die Truhe versteckt ist. Also, dann wollen wir doch mal schauen. Ist hier irgendwo vielleicht eine Truhe zufällig versteckt? Ne, da sind nur 6 Galeonen. Ah, da ist eine Truhe. Kräuterkunde. Ja toll, die reden doch immer, ich wäre ein Kräuterkundler. Okay, dann wird das hier auch erledigt. Und dann geht's... Hier ist... Noch der, oh, der Mondsteingarten klingt noch interessant. Und da sollen auch noch 2 Truhen sein. Den schaue ich mir noch an. Und dann habe ich gerade gesehen, im nächsten Ort sind tatsächlich wieder 2 Nebenquests. Das wird dann aber was für die nächste Folge, würde ich sagen. So, mysteriös, hier sind noch... und beunruhigend. Ein paar Ballons, die ich mir... Tun? Wie, was soll ich tun? Hier, die Ballons sollst du treffen. So, 1, 2, da, nicht getroffen. Zurück, 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 zurück. Tiefer, tiefer, tiefer. Ah, wieder nicht getroffen. Doch, was ist das denn für ein Ballon? Tiefer. Ich werde ihn ja wohl treffen jetzt. So. Jetzt der noch. Der und der auch noch, und dann gehe ich in den Mondsteingarten. Ich hoffe, der ist ein bisschen ruhiger als die Kampfarena. So, jetzt bin ich mich schon wieder total weit entfernt von dem Mondsteingarten. So. Was ist denn der Mondsteingarten? War das da, wo ich mit auf Anweisung des Zentauren war? Komm schon, land, denn sollst du. Guten Tag. Ja, der Mondsteingarten. Da sollen also noch Truhen sein, habe ich mir sagen lassen.
Ach, war da, wo der Fupa-Bau war? Also der Fupa-Baum? War das das? Mal schauen. Ich brauche jedenfalls gerade keine Fupa, ich brauche nur Drohnen. Ist da eine? Achso, da brauche ich jetzt natürlich wieder Akio. Dazu habe ich noch eine Ruhe hinter versteckt. Nö. Protego! Guten Tag, sind hier irgendwo Truhen versteckt noch? Das ist keine Truhe. Das ist Geld. Also ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein verwinkeltes Labyrinth ist am Mondsteingarten. Ich dachte, das wäre ein netter kleiner Garten und da stehen halt zwei Truhen drin. So. Revelio. Wo sind denn noch? Ach, hier sind aber noch eine Menge. Was? Warum ist hier jetzt ein Sumpfkattler? Bombarda! So, streck mir die Zunge raus. So. Also mit einem Sumpfkattler hatte ich auch jetzt eigentlich echt nicht gerechnet. Revelio. So, wo ist denn? In die Richtung ist noch was? In die Richtung auch? Da oben. Ah, da muss ich bestimmt hoch. Mal schauen, ob ich hier durchkomme. Confingo. Oh oh. Ach nein, da ist wieder das Mottenrätsel. Oh nein, muss ich wieder Motten suchen. Lumos brauche ich dann auf jeden Fall schon mal. Revelio. So, da ist die Motte. Ach, hier muss ich jetzt wieder durch. Incendium. So, dann komm mal her, du Motte. So, wo war das jetzt schon wieder? Da. Ja, da, geh rein. Und jetzt? Dann brauche ich wieder den Puls oder was? Was passiert jetzt? Passiert jetzt irgendwo was? Oh. Ah. Auf die Weise? Kann mich an die Truhe. Ach, sehr schön. Ja, das ist ja gut. Und da drinne ist ein nicht identifizierbarer Gegenstand. Jetzt so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Also jetzt schon eher halt mit den Truhen gerechnet, die ich halt noch suche. Revelio. Da sind auf jeden Fall noch Drohnen. Und Sumpfkattler, na toll. Akio. Revelio. Na, dann sehe ich da erstmal die Dinger daraus. Da und da und da. Da, jetzt habe ich sie alle rausgezogen, was passiert jetzt? Oh, ist hier jetzt noch eine zufällige Motte? Nee. Das Rätsel habe ich doch bestimmt schon gelöst. Also erst... erst das... Und dann die Spirale, die ist da. Also erst Akio. Das und dann das. Ah ja, und dann geht das hier nämlich auf. Und dahinter ist ein Dreisitzer irgendwas. Gut, und bei die Tür hier ist... Dafür muss ich... Ne, hier war da... Hier nehme ich noch eine Tür. Ne, das war nur die eine. Ja, dann hatte ich anscheinend schon alle... gelöst. Gehen wir mal weiter. Oh nein. Ihr sollt bitte die Zunge rausstrecken.
Ja, aber jetzt stopp. Jetzt muss ich erst Levioso wieder aufgeheilt ist, ja? Levioso. Ach Mann. Man hat das auch mit Absicht. So, jetzt. Zunge. Autsch. Na, dann halt ohne Levioso. So, da ist schon mal einer erledigt. Der andere da. Wo ist er jetzt? Ich sehe nicht mehr. Da hinten. Oh, jetzt habe ich nicht getroffen. Okay, von wo komme ich jetzt? Nee, von da komme ich, glaube ich. Dann gehe ich mal in die Richtung weiter. So, ist hier noch irgendwo? Hier ist aber nichts mehr. Toll. Ah, da kann ich aber untertauchen. Vielleicht ist da ja dann noch was. Ah, ist hier noch irgendwo was? Achso, ich kann nicht. Kann ich Revelio machen, wenn ich im Wasser bin? Ach, das ist der Fupa-Baum. Wo ich mit Poppy war. Ja, wunderbar. So, aber wenn ich das richtig verstanden habe. Achso, ah, jetzt kann ich die Karte nicht mal öffnen. Aber da müsste noch was sein, wo ich noch nicht war. In die Richtung, da sind auch noch Gegenspieler. Wie komme ich denn da hin? In die Richtung muss noch irgendwie weitergehen. Akio! Hier hoch. Irgendwo in die Richtung. Komm ich da hin? So. Kletter nochmal hier hoch. Hier irgendwo durch. Nee. Hier soll auch noch was sein. Da muss man irgendwie doch noch hinkommen. Ah, hier kann man durchgucken zum Fupa-Baum. Ich habe jetzt echt lange gesucht und habe mir jetzt von Delirium TV verraten lassen, man muss hier runterspringen. Ja, einfach mal irgendwo runterspringen, wo man Angst hat, dass man stirbt, und dann findet man's. Toll.
Wer kommt denn? Ja, also ich habe jetzt nicht in jedes Loch unten reingeguckt, aber dann habe ich hier jetzt einen neuen Bereich freigeschaltet quasi. Wenn ich hier hoffentlich die zweite Truhe. War denn hier Schönes? Hier ist ein bisschen Geld. Okay, was haben wir da hinten? Was zum Reparieren oder zum Kaputtmachen? Ich versuche es erstmal kaputt zu machen. Ja, kaputt machen ist einfacher als reparieren. Wobei, Reparo ist eigentlich auch nicht so schwer. Ein blaugrüner Schal. Schön. So. Und hier? Bin ich jetzt unter... Da! Stell ich doch nicht so. Ist ja... Was hat der mich jetzt durch die... Ja, dann... Der mich durch die Wand mit seiner Zunge. Oder ich mal. Machst du das auch durch die Wand? Kommt der hier hoch? Ja, der wollte leider. So, dann mach mich einmal gerade. Boah, was ist das denn für ein Symbol? Was ist das denn für ein Heiligenschein? Den hat man doch sonst nicht. Ach Mist. Komm nochmal, Zunge. Zunge. So. Sehr gut. Oh, anscheinend war das auch eine Duellleistung. Ja, bin ich denn jetzt hier? Ich bin hier jetzt tatsächlich unterhalb vom großen Fupa-Baum. Ich hätte also auch überall anders einfach mal ein bisschen runterspringen können und schon wieder hinkomme. Darf ich nochmal kurz an Land? Ich will nach oben gucken. Ist das der Fupa-Baum? Man erkennt es nicht, aber soll er sonst über mir sein? So, von da komme ich. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Du hast nichts drin, oder? Doch, hier geht's hoch. Eieieiei. Und das muss die zweite Truhe sein, die ich die ganze Zeit schon suche. Was ist denn da drin jetzt? Das muss ja jetzt der Oberfuck sein. Das ist ein riesiger Tisch. Toll. Revelio. Da ist noch Geld. Auf Geld kann ich verzichten. Was ist da noch? Ein purpurroter Schal für Gryffindor mit Uhrwerkmotiv. Na toll. Komme ich jetzt hier unten wieder raus? Ich will noch wieder rauskommen. Was gibt's hier denn sonst noch? Ah. Da ist noch Geld. Und Torklump. Oh, gut. Schön. Toll. Der große Tisch. Für den großen Tisch habe ich das jetzt, rausgefunden. Und jetzt? Gibt's noch was hier unten? Weil ich glaube nicht, dass ich jemals wieder hier unten lande. Da ist noch was. Noch mehr Galeonen. Dann. Sorry. 21 Vasen kaputt. Wenn ich jetzt rausfinde, wie ich wieder zurückkomme. Ich spring mal wieder ins Wasser. Wo komme ich jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Da oben ist der Baum. Und jetzt ist nämlich die Frage, wie komme ich von hier zurück? Deswegen geht hier nicht. Wo kann man denn hier jetzt überhaupt hinschwimmen? Ah ja, hier, das sieht doch ganz gut aus. Komme ich hier irgendwo. Nö. Ist hier irgendwo was zum Hochklettern? Oh, hier kann ich halt. Ach. Und ich dachte, man stirbt, wenn man da runterfällt. Das ist so easy. Gut, dann will ich jetzt nur heile aus der Höhle wieder raus. Hab ja die Quest quasi abgeschlossen. Und in der nächsten Folge gibt es endlich mal wieder Nebenquests, wenn ich dann nach Irondale reise. Aber erstmal will ich den Ausgang finden. Ausgang? Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ausgang? Ja, das sieht gut aus. Und ich darf wieder nach Felcroft zurück und sage für diese Folge Arrivederci, over and out.